Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ich bin nicht weit weg. Hier ist der Krater und ich habe hier einen Grace gesehen, kurz bevor ich das ausgeschaltet habe und habe mir gedacht, na komm, also das Grace, das kannst du dir jetzt noch holen. Was wird denn das bloß werden gleich? So ein Ding. Ja, da war aber Dingsbums drin. Oh, wow. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das kann nicht sein, oder? Ja, 1400. Nun steh doch endlich auf. Staggern lässt er sich aber trotzdem. Och, komm schon, ich war gerade dabei zu rollen. Achso. Gravitationsrakete, steht das da gerade? Ja, können wir gerade so benutzen. Feuert einen Schwerkraftstrahl ab, der Gegner heranzieht. Ich weiß nicht, ob ich das will. Einer der Schimmersteinzaubereien, die Gravitationskräfte manipuliert. Feuert ein Gravitationsprojektil ab, das Gegner anzieht, bevor es schließlich explodiert. Durch Aufladen versteckt ihr die Wirkung. Zur Last der lichtlose Dunkelheit im Jenseits stammen der Heimat der Sternfallbestien. Solaus der lichtlose der lichtlosen Dunkelheit im Jenseits stammen. Verstehe ich nicht, aber gut. Wir probieren den jetzt mal aus an diesen zusammengerollten Knödeln hier auf der Straße. So, Stufenaufstieg. Machen wir die Kraft noch zu einer geraden und dann pushen wir Weisheit auf 52. Wir können auch mal eben die kalibrierten Sterne probieren. Kollabierte Sterne. Kalibriert sind sie aber auch. Ja, machen nicht so viel Damage, ne? Ja, wenn man die jetzt gegeneinander vergleicht, ist das natürlich ein heftiger Unterschied.
Ey, hat er den so lange im Stunlock gehalten oder was? Oh, das macht aber viel Schaden. Der explodiert, sobald er ihn berührt. So lange zieht er ihn halt. Okay. Oh. Der Blitz ist halt einfach immer noch insane. Absolut insane von seiner Performance her. Das ist wirklich... Okay, genug gespielt. Räumen wir das Ganze wieder auf. Der kommt raus, der kommt raus. Flame, give me strength. Ich weiß, ich benutze ihn viel zu selten. Das liegt aber daran, dass die Feuerwaffe erst in der linken Hand ist. Und wir ziemlich viel mit den Blitzen herumspielen. Okay, gehen wir weiter. Oder auch nicht. Nein, du solltest was anderes machen. Immer noch gefangen? So lange? Das nenne ich Bullshit. Nach so vielen Treffern immer noch gefangen zu sein, ist ja wohl beschissen. Komm, Alter, da muss man ja auch irgendwann mal rausgeprügelt werden können, ey. Was für ein Schwachsinn. Okay, fick dich selbst. Ja, hat er sich gar nicht am Boden gewälzt oder war das einfach nur so wahnsinnig schnell vorbei? Nee, sie schafft es nicht. Der Angriff ist einfach zu behindert, also zu flashig. Sie stößt ihn ja nicht aus, sondern muss erst ihre scheiß Power Ranger Haltung einnehmen. Und dann wird das halt einfach nichts. Gut, lassen wir die. Kein Bock. Man könnte die jetzt einzeln auseinandernehmen. Einfach nur keinen Bock zu. Oder mit einem größeren AOE-Zauber. Dieses Blablabla, oh Flamme, könnte auch heftig fetzen.
Trink. Dabei habe ich gesagt, dass ich da keinen Bock drauf habe. Aber ich glaube, das ist halt das Resultat daraus, dass die so extrem scheiße sind, dass ich sie dann einfach umbringen will. Eigentlich so eine relativ logische Schlussfolgerung. Okay. Für einen kurzen Moment dachte ich, Höhleneingang. Vergrabene Hände. Okay, es gibt hier wohl keinen anderen. Ups, ganz vergessen, wie weit es fliegen kann, wenn man das archt. Aha. Ah, okay, was ist hier? Ich höre nichts. Vielleicht ein NPC, den wir nicht hingekriegt haben. Was ist denn das? Wieso ist das Wurmding da nicht schwarz? Irgendwie seid ihr noch viel ekelhafter in dieser Farbe. Ich weiß nicht, warum Turret nicht springt. Ich weiß es nicht. Fick dich, Alter. Das ist doch unglaublich. Warum springt dieser Krüppelwichser nicht? Natürlich. Super. Das ist wieder die Finger in den Finger. Ja, also hier ist tatsächlich nichts. Wahrscheinlich haben wir irgendeinen NPC oder sowas nicht gemacht. Noch ein Mausoleum.
Da war kurz mein Sound weg. Ich hoffe, dass es im Video nicht passiert. Da ist eine Hand, es sind überall Hände. Das hätte ich so extrem gut gefunden, hätte die Hand nach dem Ding gepackt. Was ist das? Was ist das für ein übelster Bass, Mann? Also reichlich von diesen Händen hier begraben. Huch, warum steckt hier denn so viel ein? Ich wollte eigentlich lesen, was hier steht. Ob hier noch ein Hinweis ist. Wo kommt ihr gerade alle her? Eine große Hand und da unten ist definitiv etwas. Aber ich weiß nicht, ob man diesen Sprung überhaupt überlebt. Ja, okay. Manchmal finde ich das unglaublich schwer einzuschätzen, was FromSoft eigentlich meint mit was ist überlebbar und was nicht. Junge, das riecht alles nach einem Bosskampf hier. Told you. Arschloch. Falsch rum, falsch rum. Can't see shit. Boah, 5000, Alter. Ich kann nicht raus aus der Hitbox. Es geht nicht. Ich komm da nicht raus. Weg da. Ja, aus der Animation kommt man nicht raus. Ja. Meinst du nicht, dass einer schon gereicht hätte? Kann mich nicht bewegen. 17.000. Okay. Asche, in der noch ein Geist verweilt.
Fingerkriecher herbei. Dieser junge und kleine Fingerkriecher ist seinem Rufer gegenüber treu und stellt fleißig Lebenspunkte wieder her. Dies ist wenig verwunderlich, da ein Fingerkriecher seiner Mutter in diesem Alter noch sehr zugetan ist. Oh Gottchen. What the fuck? Bruh. Okay, das ist ja riesig. Es ist ja noch ein horrend weiter Weg, Mann. Da. Boah, hier kann man bestimmt richtig schnell was übersehen. Diese Spinne haben wir schon von weiter weg gesehen. Was habt ihr hier wieder für ein Anliegen? Na, dann macht ihr mal weiter euer Ding. Boah, warum sind das so viele da unten? Was? Dein Ernst? Schon geagrot? Ups. Geh aus dem Weg. Weiter geht's. Oh Gott. Ich glaube, es ist an der Zeit herauszufinden, wie gut Blitz bei denen geht. Nicht so. Könnt besser, könnt auch schlechter. Dass man an denen nicht vorbeireiten kann in ihrer Todesanimation, kotzt mich ungemein an. Kamera, das hat ewig gedauert, bis du den Typen anvisiert hast, weißt du das? Noch mehr von denen? Kann das, solange die so schön blöd irgendwo rumhängen, kann man die echt gut für kostenlose Ruhm kaputt hauen. Boah, hier gibt es schon wieder so viele, auch so viele verschiedene Möglichkeiten, wo man längs gehen könnte wahrscheinlich, ne? Guck mal, hier kann man zum Beispiel hoch, meine Fresse. Ja, na klar. Der hier ist aber anders. Guck mal, der kommt aus so einer Schuppe. Irgendwie aus einer Klamotte kommt er raus. Der hat irgendwie Klamotten um die Hüfte. Oh, ist das ein weiter Weg. Hab ich da keinen Bock drauf. Ein Maul weniger zu füttern. Bitteschön. Wieder so ein Schwarzer.
Oh, du meine Scheiße. Von wo kam denn der Angriff? Alter, wie lange will sie da noch rumliegen? Da hinten. Ah, der hat auch. Der hat auch so eine komische Textur an sich dran. Nur in Rot. Alter Schwede! Was sind das für krasse Ficker, Mann? Stimmt, teleportieren können die sich ja auch. Ah, natürlich! Och, du machst dich so unbeliebt bei mir gerade. Der hatte goldene Augen. Alter Schwede. Hör auf wegzulaufen, du Pissnelke. Jetzt musst du auch mit den Konsequenzen leben. Lassen die was Interessantes? Fingerling. Also ich mag die Gegner nicht. Da muss ich jetzt hier an dieser Stelle loswerden. Ich mag vieles an denen nicht. Ihr Aussehen ist einfach nur ekelhaft, aber irgendwie ihr ganzes Design. Ich finde sie scheiße. Ja, haben wir schon erwartet. Ein himmelblauer Talisman, ja. Versteckte Regeneration. Die Erdbaumsaat wurde als Mythos betrachtet. Zeigt zudem die zwei Finger, die womöglich auf den Stirn der Erdbaum zum. Ob hier überhaupt noch, also ob hier noch irgendetwas ist, ich habe da so wirklich große Zweifel. Ah, diese Wände wollte ich mir mal anschauen. Boah, sind das viele von denen. Alter Schwede, genau ins Gesicht. Halt, da war was. Nagelstein. Okay, dieser Weiße ist also das Ende hier in dem Gelände. Jetzt habe ich gar keine Lust, zu dem Carrion-Typen zurückzukehren, weil das den Souls-Regeln nach wird er jetzt entweder sterben oder uns angreifen und dann sterben. Manchmal bringen sie sich dann auch selber um, weil das haben wir in Demon's Souls ja auch schon gelernt, dass wenn man zu manchen NPCs nett ist, dass sie dann sich selbst umbringen. Das ist dann in Dark Souls 1 fortgesetzt worden, wo man den Pyromanten da Bescheid gesagt hat, wo man
Chaosflamme gelernt hat. Und der ist dann daraufhin hin und ist gekillt worden. Also Hollow, der ist Hollow gegangen, was das gleiche ist wie Sterben. Weil er Kelana nicht sehen konnte. Eine der Schwestern. Beziehungsweise eine der Töchtern von der Hexe von Iz. Ah ja, das waren noch schöne Lore-Zeiten. Okay, aber ich glaube, das da ist auch nur noch Zeitverschwendung. Aber die wollen es jetzt irgendwie wissen. Oh. Oh, da kann man hinter. No. Verarscht. Okay, feini fein. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir hier irgendetwas übersehen haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesen Ruinen, aber hier in general. Wir haben den... Hier ist hier dieses Loch gewesen, glaube ich. Das haben wir ja durchaus gefunden. Ja, kehren wir mal zurück, mal gucken, was passiert. I told you once, I've no interest in companionship, but I must admit, Count Ymir did seem very pleased. Perhaps an exception is in order. Ymir is a shining star, in our eyes. The only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. Die sieht original aus wie der NPC-Killer aus Demon's Souls. Wie hieß er nochmal, Chef? Nö, nö, oh Gott, wie hieß er nochmal? I have spoken far too freely. Pay me no mind. Let us focus on our shared purpose. Our service to Count Ymir. Now. Beyond. Now. Hello there. I heard another sound, colored by your essence. Simply exhilarating, I must say. The stars are dark tonight. But rest assured, this is no ill omen. On the contrary, I believe that this portends a magnificent starry cascade. Now, take this. My final gift to you. May you join the glimmering stars above. What? Oh, yes. I believe I can... This evening is a sign of a good... Yes. Fluchtiger Mikrokosmos. Können wir wirken. Beschwört einen Mikrokosmos, der mit einer Welle pulsiert, die in einer Explosion bevor es in einer Explosion verschwindet. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Die Gebrochenen und Ausgestoßen sind durchaus bereit, sich an flüchtigen Simulakren zu klammern, was ihnen ein gewissen Maß an Mitgefühl einbringt. Do you recall what I said? That Marika and the fingers that guided her were unsound from the start. Well, the truth lies deeper still. Mm-hmm. It is their mother who is damaged and unhinged. The fingers are but unripe children, victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother. A true mother who will not give birth to further malady.
Ja, ich hatte auf mehr gehofft. Mehr Lore. Wo ist denn die Alte? Da. Kann ich mal das Schwert haben? No. Bitte? No. Okay. Nichts Neues an der Stelle, aber es gibt noch eine Ruine. Davon bin ich überrascht. Boah, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. So ein gebaute Struktur, so eine Art Altar. Es wird aber nicht das hier sein, oder? Wahrscheinlich irgendetwas, das wir noch nicht sehen können. Weil wir den Zugang dazu nicht haben. Es ist wahrscheinlich hier irgendwo. Zeig, warte mal. Wasser, Felsen. Da ist eine Brücke. Scheiße. Scheiße, das ist es. Das Gebäude sieht 1:1 so aus und unten links da ist eine Brücke mit einer Insel in der Mitte. Shit, das ist hier. Hier ist das Ding mit der Insel in der Mitte. Hier ist das Dingelchen. Die Ruine ist hier. Die Frage ist sie in irgendeiner Art und Weise unterirdisch? Was muss man machen, damit man da rankommt? Die Ruine ist hier. Sie ist hier. Warte mal. Mist. An einer geheiligten Ruine verwenden. Haben wir auch nie benutzt, ne? Wir sind da nicht beigegangen und haben das auf Benutzen geklickt. Das ist auf jeden Fall hier. Das ist zu 100% hier. Hier ist es. Hier. Aber wie kommt man da bloß hin? Es nützt im Moment nichts, sich den Kopf zu zerbrechen. Wir machen mal hier weiter. Schon strange. Oh, vielleicht hätten wir das nachts machen müssen. Geil, eine Hähnchenkeule. Lass uns da gleich wieder hin. Und dann warten wir auf die Nacht und gehen dann raus. Heiße Klöten.
Mano. Wo hast denn du jetzt das Schwert her, du Kackbratzen? Du hattest eben noch keinen. Oh, noch immer nicht tot. Oh oh. Zehntausend. Loot? Danke. Gehen wir uns die Gräberlilie holen. Gräbertallilie. Oh, Pinguis. Ah. Na, wonach sieht's aus? Richtig. Warte mal. Ganz kurz. Das ist ja kein Weg. Besonders wenn der Troll nicht respawnt. Ich habe Grund zur Annahme, dass er nicht respawnt. So. Wir hatten gesagt. Ups. Wir hatten gesagt, wir wollen jetzt Wisdom auf 52 haben. Da ich jetzt immer mehr und mehr zaubere, will ich dann auch einen vernünftigen Zauberstab halten können. Und da ich nicht so viele Zauber bei mir führe, durch die Split-Skillung, will ich, dass die Zauber, die ich wirke, dann auch wahrscheinlich heftig knallen. Warte mal, ist das schlau? Im Moment benutze ich meine Zauber als Werkzeug. Ich benutze sie zum Stunnen und... Yo, shit! Ich benutze sie zum Stunnen und ich benutze sie zum Bleeding verursachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Azurs Stab dazu nehme, um diese Zauber zu wirken, werden sie auf jeden Fall mehr Mana verbrauchen, mehr Schaden verursachen. Aber eigentlich sind es Werkzeugzauber und keine Damage-Zauber, wie zum Beispiel Komet. Guck mal, hier unten ist auch noch fein was los. Fein. Gut, reiten wir dann wieder nach da vorne hin. In dem Fall kann man... Oh wow, da unten ist auch noch was. Na Jungs. In dem Fall kann man dann vielleicht doch den Zauberstab von Renala nehmen. So als einfach als Universalzauberstab, ohne nachdenken zu müssen, was ich gerade vorhab oder nicht vorhab. Ja, Mann, warum immer Sackgasse? Das möchte ich auch wissen. Diese kleinen Wege wecken immer Hoffnung in mir, dass man hier irgendetwas finden kann. Und jetzt muss ich so weit reiten. Wahrscheinlich macht das am meisten Sinn. Ich würde aber vielleicht noch mal vorher das Wiki studieren, was da drin steht. Aber wenn man sich die Tabellen anguckt, der Zauber, und man sieht da zum Beispiel den Poise Damage. Ey, das ist doch das, was Tiorelli oder wie der Typ hieß haben wollte. Oder zum Beispiel den Bleeding-Anteil. Dann spielt das keine Rolle, wie hoch die Zauberskalierung ist. Sowohl Stun als auch Bleed verändern sich nicht. Die skalieren nicht hoch. Das spricht dann wiederum eigentlich dagegen, sich einen wertvollen Zauberstab zu bauen, solange man den nicht als Kometschleuder benutzt, sondern als...
Etwas, das... Oh mein Gott. Ist das tief und da unten geht's runter. Da, es geht da ernsthaft runter. Oh, wow. Wir schmeißen hier und da ein paar Kometen für den Stagger. Oder hoffen zumindest auf den Stagger, weil die staggern können, und zwar verflucht gut. Und mit den Dornranken hoffen wir auf einen Bleeding-Effekt, und der wird nicht erhöht durch einen stärkeren Zauberstab. Aber ein bisschen Flat Damage einfach so obendrauf schadet auch nicht. Vielleicht machen wir den auch einfach nur auf plus 9. Warte mal, da muss man bestimmt mit Feuer ran. Ne? Die Ursache bestimmt Schlaf. 700? Nee, dann vielleicht doch kein Schlaf. Kein Schlaf. Okay, gehen wir da runter. Bruh. Whistle verschlüsselt und dann ab dafür. Hey, meine Güte, sind hier viele von euch. Das fällt mir jetzt erst auf. Wart ihr eben die ganze Zeit schon hier? Nee, oder? Aber ihr könnt mir alle mal folgen, wenn ihr wollt. Nehmt einfach die Abkürzung und fallt da vorne schon runter. Dann müsst ihr nicht diesen Umweg gehen. Ich mein's nur gut. Jetzt ist die Frage, ist da oben Loot? Oder warum sind diese beiden Opfer da jetzt? Scheiße, wir kommen nicht wieder hoch. Egal, da ist noch einer. Oh, da ist Loot. What? Atombombe. Let's go. Ja, man kriegt nicht mal solche Blobsies mit Heiligschaden beeindruckt. Das ist wirklich tragisch. Hallo Blob. Ja, ja. Geh aus dem Weg. Ich habe unfassbar Bock, mit einem Lichtzauber hierher zurückzukommen. Aus Angst, dass wir da hinten eine Höhle übersehen haben könnten. Oder in irgendeiner Form eine Abzweigung oder. Wo ist dieser Theorele-Typ? Mann, der hatte America-Lore. Der hat gesagt, Santrina und America sind entweder Schwestern gewesen oder beides in einem. Und beides würde funktionieren. Bruh. Ich habe diese Lichtschwelle da nicht gesehen. Well, shit. What the fucking shit. What the fuck. What the fuck. Ist das ein Dungeon? Oder ist es eine Area? Was ist es jetzt? Es erscheint ein Dungeon zu sein, weil ich hier kein Turret benutzen kann. Yip-tidu.
Ja, ja, ihr mich auch. Geronnene Verwesung. Silbertränen? Nee, Geronnene Verwesung. Da sind diese dicken Ficker wieder, aber wundenfarbige Fäulnis, die aus Steinsärgen fließt, zu einem großen Klumpen geronnen. Unterirdisch in dem Land zu finden, in das Steinsärge treiben. Die Fäulnis ist das, was von den unreinen Leben in den Steinsärgen übrig bleibt. Die sehen aus wie Nacktmulls. So eine Nacktmullratte, so sehen die aus. Ich wollte nur von der Klippe gucken, ey. Aber gut. Ich nehme das übrigens nicht zurück. Du siehst aus wie ein Nacktmull. Damn, Schlafzauber. Habt ihr zu viel lila Lilien angebaut? Oh nein. Du wartest da jetzt kurz. Ich habe keine Zeit. Fick dich. Ich muss einen Backstep machen. So, jetzt kannst du kommen. Halt dein Maul. Halt die Fresse. Habe ich doch gesagt. Ja, ja, ja. Maul halten, alle herkommen. Bra, sie waren zu tief. Das wäre jetzt so ein schöner Todesschuss gewesen, ey. Der Zauber ist ziemlich stark, wenn er aufgeladen ist, aber hier ist natürlich alles auf unterschiedlichen Ebenen. Natürlich ist es das. Ja, und schubst die auch noch um. Riesenreichweite. Was fällt dir ein? Mein Gott, der hätte uns umbringen können, hätte er seinen Dreifach-Spießangriff gemacht. Können wir uns glücklich schätzen, dass er das nicht getan hat. Ich will Torret, Mann. Hier ist so eine große Laufstrecke. Au. Jetzt bricht hier der Boden aber bitte nicht nochmal zusammen. Jetzt fühle ich mich gezwungen, mich zurück zu teleportieren, weil ich ja irgendwas da oben übersehen haben könnte. Fuck, das ist huge. Alter, das ist riesig hier. Der Blitz ist einfach geisteskrank stark. Oh, damn. Oh, ratet mal, womit ich nicht gerechnet habe.
Hier lasse ich meine Liebe zurück. Das ist aber irgendwie eine ganz schlechte Sache, um zurückgelassen zu werden. Es reicht, wenn man zu einem Gott aufsteigen würde. Ist das vielleicht etwas, das man vielleicht behalten sollte? Gütiger Michaela, ich sehe, ihr habt etwas weggeworfen. Das hättet ihr unter keinen Umständen tun sollen. Die wollt ihr denjenigen erlösen bitten, die nicht zu retten sind. Wenn ihr nicht einmal euren anderen selbst retten konntest. Ja, finde ich auch. Wie kann man hier nur die Liebe wegschmeißen? Das ist wirklich eine scheiß Idee. Angriff ausgeführt. Shit. Alter, wo zum Fick sind wir hier? Wird es dafür nie eine Karte geben vielleicht? Das wäre einerseits krass, aber andererseits auch ein bisschen schade. Shit, da unten geht's so tief runter, Mann. Wer hat denn an deinem Käfig gerüttelt? Ja. Wärst du mal stehen geblieben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass diese Sentinels hier sind. Diese Wachen der Gefängnis, die Gefängniswachen aus den fliegenden Festungen. Hast du mehr Lore? Zeig mal. Was? Macht ja gar keinen Sinn. Loot? Einfach die Frechheit hier wegzurollen, ohne mir Loot zu geben. Ja, ganz bestimmt. Oh mein Gott, man sieht da unten sogar noch Wege. Ich weiß nicht, sieht man es im Video? Ja. Super. Ah, es sind die Todesvögel. Yeet. Immer noch kein Turret. So, das sah vorhin so aus, als müsste man hier links irgendwo runterkommen können. Das ist zu tief, das würde man nicht überleben. Okay, kommt man denn wieder zurück? Ach ja, kein Turret. Kommt man denn hier wieder zurück? Ich weiß es nämlich nicht, weil wir haben ja kein Turret. Sonst muss ich mich ans Grace teleportieren. Das würde ich jetzt nur ungern machen. So, das war auf der anderen Seite, ne? Oder können wir auch hier schon? Ne, wir können auch hier schon. Oh, my. Nothing. Okay. Damn, bro. Was ist denn hier? Okay, das ist einfach nur Teil davon. Aber nichts. Fantastisch. Uff, ich dachte schon, das wäre zu hoch gewesen. Ich sollte, wenn ich das nächste Mal mich ans Grace setze, mir auf jeden Fall Licht mitbringen. Na, wie hängt sich's da oben? Komm, Kinders, wir probieren jetzt mal dieses Feuer aus.
Oh boy. Feuer können die ja gar nicht ausstehen. Wow, das ist erst die zweite Waffe im ganzen Spiel, die Santrina gewidmet ist. Die andere lag uns, Kelet. Ich bin ganz sicher, dass diese Gegner nur unsere Zeit verschwenden sollen, weil die einfach zu wenig hinterlassen. Ist das schon hier, wo ich runter wollte? Da von da oben habe ich runtergeschaut. Ja, dann muss es hier sein. Komm mal her jetzt. Danke. Stimmt, wir haben noch die Mütze gar nicht von diesem Set. Kein Loot. Ich hätte wirklich gerne Turret hier. Mann, hier ist so viel Exploration. Alles mit Fuß. Aber vielleicht ist das auch ganz geil, ich weiß es nicht. Die sind nicht so geil, deswegen kriegen die einen Taser. Oh mein Gott, ich hätte da nicht hingemusst. Doch, doch, man hätte sonst nicht hochgekonnt. Man wäre sonst nicht an die Waffe gekommen. Die war zu hoch. Man hat ja kein Turret. Und zu Fuß kann man nicht so hoch springen. Damn. Purpurnes Schwert. Schlaf 42. Macht Magieschaden. Oh, ist das hübsch. Silbernes Schwert von Santrina, das nun mit tiefdunklem Purpur befleckt ist, verursacht ewigen Schlaf. Als Santrina verlassen wurde, wandelten die schwachen, leicht purpurfarbenen Nebel sich zu einer verlockenden Wolke aus tiefdunklem Purpur. Zeig mal her, das andere Schwert war auch schon so kurz. Dafür, dass das so kurz ist, ist es aber verflucht langsam. Oh, wow. Oh, damn. Der Schaden wird richtig hoch sein. Alle diese Verzauberung, die mit dieser Eigenschaft einhergehen. Eis, heilig, Feuer. Danach verursachen die Waffen horrenden Schaden. Au. Was ist das hier? Fucking Command and Conquer? Na warte, du kleiner Wichser. 2400 und wieder kein Loot. Hast du Loot? Ich brauche irgendwas von euch, wenn ihr jetzt Kiesel hinterlasst, ne? Nichts. Okay, fine, I guess. Da sind wieder diese Selbstmörder. Gewusst, dass das so ein langer Ausflug ist, hätte ich ein anderes Talisman reingetan. Eins, das mir mit jedem Kill Mana regeneriert. Ich habe dich schon gesehen.
Oh, damn. Der schießt zu schnell. Ich glaube, wir kriegen keinen einzigen Blitz raus. Ich krieg den nicht mal anvisiert. Mit dem Bogen kriegen wir im Leben nicht in den Winkel rein. Schade, ich hätte mir gern hier ein paar Sachen angeschaut. Ah, nicht gut. Wenn der seinen Atem gemacht hätte, das hätte wehgetan. Damn, what the fuck, läuft da für eine Scheiße raus. Yay, Fußball. Das hätte schon ganz schön viel FP zurückgegeben. Das ist der kritische Treffer. Ich glaube, ich habe den falschen Talisman eingetauscht. Ich hätte mal lieber den Regenerationstalisman tauschen sollen. Von der Seite ran, aber ich konnte da nicht mehr drüber springen. Ach, man hätte eh nicht der längste gekonnt. Na gut. Das war die wichtigste Frage. Kann mich das Ding treffen, wenn ich am Boden liege? Oh. Ich wollte gerade sagen, ich genieße es ein bisschen, mit den Ressourcen haushalten zu müssen. Bam, Grace, bra. Ja, fein, gut. Dann hat es sich jetzt halt ausgeresourced. Ich weiß, die Episode ist lang. Ich weiß. Aber wir machen weiter. Ist mir egal. Boink. What the shit? Oh. Geh mir nicht auf den Piss.
Ja, darauf sind wir nicht ausgelegt. Deswegen sind wir Fat Roll. Mit der Katana hier. Bruh. What the shit? Ohoho, die Reichweite. Okay, hast mich überzeugt. Ich mach das anders. Obwohl, er könnte auch richtig viel Schaden von den Dornen nehmen. 2-2. Ist schon mal eine Kampfansage. Boah, 7 Stück. Ein Tau-Juwel. Ist das Warhammer hier oder was? In der Alpha schießen die noch Radagons Kind. Damn. Das ist doch schon ohnehin ein extrem starker Zauber. Feuert mehrschichtige goldene Ringe aus Licht ab, die dauerhaft Schaden verursachen. Aufrufung derer, die Mikila dienen, erzeugt einen mehrschichtigen Ring aus goldenem Licht und feuert ihn nach vorn. Ach so, um den Getroffenen kontinuierlich Schaden zuzufügen. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Diese Lichtring-Aufrufung wurde von einer vom Fundamentalisten der Goldenen Ordnung getrennten Tradition gepflegt. Das heißt, wird auch zufällig durch den Talisman verstärkt, den wir in der linken Hand halten. Was? Das Ding heißt aber anders. Eine junge Schotte voller purpurfarbenen Nektar, Materie zu nennen, findet man immer seltener, soll dort wachsen, wo sich das nektarartige Blut der verlassenen Trina sammelt. Ach was. Wasser in die tiefen Purpur, das kurz davor steht, zu verwelken, Materie wächst. Im Nektar lullt sein Opfer in einen süßen, samtigen Schlaf. Wie ein giftiger Sirup. Sag mir nicht, dass Santrina hier ein Boss ist. Ich möchte einen Kniefall machen vor Santrina und das nicht angreifen. What the shit? Ist das hier ein Druidenhain? What the shit? Ich weiß gar nicht, ob ich das killen will, was dahinter ist. So wie die Tiere hier gerade alle sitzen. Er wird nicht stärker sein als Radagons Lichtringe. Aber wir geben ihm ein Go. Ah, okay. Ich springe da jetzt runter, ich mache das wirklich, aber ich lese vorher diese Lore.
Oh, bitte gewährt mir den Mut, zu euren Füßen zu fliegen, meine liebste Santrina. Digga, da ist ein Grace. Wovor hast du Angst? Tschüss. Igitt. Oh Gott, was haben sie mit meiner Santrina gemacht? Oh boy, wo ist ihm? Tiorele, Alter, ich habe dich seit Hunderten von Jahren nicht mehr gesehen. Komm, Digga, goldener Schwur, nur für dich. Gern geschehen, Keule. Ich habe vergessen, Scampis zu kaufen, sonst hätte ich dich auf einen Scampi-Snack eingeladen. Oh boy, guck mal, was ich machen kann. Ich kann an meinen Glocken spielen. Was auch immer das für ein Scheiß ist. Okay. Kannst du dich mal gefickt legen? Warte mal. Das ist doch die Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Wie viel Schaden hat das gerade gemacht? Wow. Alter, fick dich, du Muststück, Mann. Was war das für eine Scheiße, Alter? Ach, der hätte im First Try sterben sollen. Der hat das nicht verdient, mich zu töten. Das hat er nicht verdient. Das gönne ich ihm null. Was war denn das für eine Scheiße mit dem Feuer, Mann? Alter, ich krieg das Kotzen im Strahl. Ich krieg das Kotzen im Strahl. Es hört gar nicht auf. Jetzt sind die Runen da hinten kaputt. Wir konnten die nicht mal mehr aufheben. Er hat gar nicht mehr aufgehört, Mann. Nach jedem Angriff, wenn du in den Ausweichmanöver gehst, ist das Pferd, das aus dem Nichts kommt, so getimt, dass es dich trifft. Ob du willst oder nicht. Zum Kotzen. Arschgeburt, ey. Hab echt keine anderen Worte für. Das war die schmerzhafteste Geburt für die Mutter. Das aus dem falschen Loch zu pressen, Mann. Fick dich mit den Runen. Natürlich. Und da ist es wieder. Die Reichweite von dem Ding ist einfach unfassbar. Es ist unfassbar, Mann. Man muss irgendwie diese erste Phase mal überleben. Mehr braucht es gar nicht. Aber der hört gar nicht auf. Oh, Arschloch, ey. Für den goldenen Schwur ist nicht genug Zeit. Scheiße, ehrlich, bloß Scampis, Mann. Die würden so viel helfen jetzt. Wieso vergesse ich das ständig? Der Buff hält nicht lange genug ohne den Talisman.
Alter, ich versuche nach vorne zu rollen, ne? Ey. Ich kann nicht nach vorne und ich kann nicht nach hinten rollen. Wahnsinn. Dabei hat der Typ so wenig HP, das ist ja wirklich lästig. Der setzt seine Schläge so weit unten an, der fegt die über den Boden. Aber springen kann auch nicht richtig sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Sprünge sind, die durch einen Sprung... Und da ist dieses scheiß Pferd schon wieder und da ist das Pferd schon wieder und da ist der Hurensohn schon wieder. Natürlich. Selbstverständlich hat er eine Reichweite, Alter. Oh, ich hätte den so gerne noch rausgekriegt. Der hätte ihn wirklich komplett im... Ey, sag mal! Natürlich. Arschloch, das wären zwei Level-Ups gewesen. Wir müssen jetzt hier richtig rasten. Eventuell spawnt er dann hier. Oder er ist noch weiter tiefer in der Höhle drin. Aber oft sind die NPCs dann direkt auf der Karte. Auch kein Hinweis darauf, dass er hier ist. Schade. Ja, die Zauber haben richtig reingehauen. Das ist ja unglaublich. Okay, es wäre kein doppelt Level-Up gewesen, trotzdem waren das 180.000. Oh, Centrina, what velvety ambrosia is this? Your poison and the sweet sleep that follows. Oh, please, let me hear your voice. Oh. Hello, thank you for your help. Without it, I wouldn't have seen Centrina again. I'm drifting off in the sea of her poison. Soon, I will hear. Let me be. I will. Oh, you mustn't follow my example. Centrina's poison would plunge you. It must be me. And oh, I am gone, so that I may hear. Let me be. Da ist ein Grace, wen juckt's? Und jetzt will ich sie angreifen, um Theorile zu retten. Fuck, ich hätte das bestimmt vorher machen müssen. Jetzt ist der bestimmt tot. Nein, er steht noch. I am gone, so that I'll let me be. Ich kann nicht. Es ist ein Sanctuary. Was hat ihn denn umgebracht? Was? Nein, jetzt mal ganz ernsthaft. Was kann ihn denn hier umgebracht haben?
Okay. Schade. Bauplan eines Schülers, der die Lehren der Schlafheiligen verfolgte, was jedoch zuerst nach sanftem Schlaf aussah, reifte zu Seide heran. Diesem Wissen könnt ihr einlullender Ast. Zeigt mit einem mit einer seidig-purpurnen Aufrufung gesegnet wurde, herstellbares Objekt. Sticht man sich selbst damit, wird sanft Schlaf aufgebaut. Währenddessen werden die FP schrittweise wiederhergestellt. Wenn dieser Schlaf die Grenze erreicht hat, die eine vorübergehende Vernebelung verursacht, entsteht kein FP-Verlust. Mitten in der Schläfrigkeit existiert der Wille zu erwachen. Gefühle, die aus der Tiefe des Herzens aufsteigen. Soll ich so einen Ast mal herstellen? Und ihm das einjunken? Haben wir was verpasst? Hätten wir an der Stelle woanders abbiegen sollen? Nee, das war nicht hier. Wir hatten doch noch. Scheiße, wir hatten doch noch ein Grace. War das vielleicht das hier? Aber wow, Santrina, wie sie lebt und lebt. Ich glaube, sie ist eine echte Gottheit. Sie spricht im Schlaf. Todes voraus benötigt. Tja, man kann ja aber nur durch den Scheiß sterben. Es gibt nichts anderes. Och Mann. Was hat sie denn für einen Rumpf? Sag mal her. Sie hat keinen Rumpf. Wie enttäuschend. Und ich kann sie auch nicht angreifen. Ich habe das Gefühl, dass uns hier irgendetwas fehlt, dass wir irgendetwas verpassen. Vielleicht finden wir das ja hier unten noch in den Ruinen. Es ist halt die Frage, ob es dann nicht für ihn schon zu spät ist. I am God to the other people. Mann. Das ist ja auch das, was er will. So ist es ja nicht. Shit, wir hätten einfach mal dieses Scheißding markieren sollen, als der Weg sich gespalten hat in zwei Richtungen. Es war nicht hier. Das war hier. Hier hat sich der Weg in zwei Richtungen gespalten. Oder sah das nur so aus? Nee, da ist noch was. Guck mal. Hier. Wir sind zu den Untoten. Aber hier unten...
Komm, mach schneller jetzt. Vielleicht hat die Stärke des Zaubers irgendetwas mit der Größe zu tun. Das wäre nicht das erste Mal. Oh no! Und hier habe ich mich schon so gefreut, dass es hier noch einen Weg gibt. Das war jetzt etwas sehr leichtsinnig von mir. Scheiße. Masse der Verwesung. Hier liegt sowas Krasses rum und ich hätte das jetzt beinahe übersehen. Gucken wir uns direkt an. Zauberei, die von der fauligen Flüssigkeit der Steinsärge stammt, wirft eine große Masse an Fäulnis, die kurz nach dem Aufprall explodiert und die Umgebung in Geisterflammen bedeckt. In einem längst vergangenen Zeitalter wurde der Tod von Geisterflammen verbrannt, das wissen wir. Selbst die Überreste verdorbenen Fleisches wurden im Tode gleich behandelt. Oh wow! Das ist ein Hybridzauber, genau wie dieses Todesgrollen. Boah, die sind selten. Scheiße, was nehme ich denn dafür bloß raus? Oh, ich will das alles drin haben. Vielleicht den Buff? Sehen noch nicht. Hier ist das Todesgrollen. 34, 24, 28, 22. Ja, vielleicht bei einer großen, stillstehenden Kreatur. Alter, jetzt sind da noch mehr Blutflecken. Ich verstehe nicht, was die essen. Das war wahrscheinlich ein Fehler, weil man davon nur einen haben durfte. Und das hätte jemanden geben müssen, vielleicht sogar Theorili selbst. Aber den Prompt dafür haben wir nicht gekriegt. Ich glaube, da ist nichts. Im Moment zumindest glaube ich das. Die machen das, weil ich es auch gemacht habe. Weil ich gedacht habe, da ist was. Hey, hast du noch mal so ein Likör für uns?
Ja, das war weg, ne? Hast du eben nicht mehr gesehen. Hoffentlich haben wir uns nichts kaputt gemacht. Okay. Wow. Waffe, die von Fäulnislittern geführt wird. Ein großes Beil aus gehärteter Fäulnis, die an einem aus menschlichen Knochen gefertigten Bogen befestigt ist. Er hält seine Macht aus der Arkanenergie des Besitzers. Wirbelnde Guillotine. Haltet die Waffe an beiden Enden und bewegt euch zurück, um mit der vollen Klinge einen kräftigen Hieb von oben auszuführen. Durch wiederholte Eingabe werden Folgeangriffe ausgeführt, solange die Ausdauer ausreicht. Starker Angriff löst einen Sprung aus. Entfesselt ein Wirbel verwesenden Strahlen, die kurz nach dem Aufprall explodieren und in Geisterflammen tauchen. In einem längst vergessenen Zeitalter wurden die Geisterflammen... Ich glaube nicht, dass ich das jemals benutzen werde. Das hier ist höchstens mal interessant. What the fuck? Ah ja, das ist der Typ gewesen. Stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. Ich sehe hier auf die Superschnelle nichts Neues. Ne, ich sehe nichts Neues. Kein verfaulter Ritterhelm. Ach Mann, dein Ernst? Wehe, der ist nicht stark genug, Alter. Es hat echt was von in die Luft pullern, das Bild. So helikoptermäßig. Man legt sich auf den Rücken und dann gibt man Stulle und wirbelt einfach im Kreis. So sieht der Zauber gerade aus. Müsste man sich jetzt unter einen großen Gegner stellen? Und schauen, ob das halt fetzt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich werde auch das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht richtig ist. Hier, komm, ich zeig dir, wie das jetzt geht. Pass auf, guck hier hin. Guck hin, Tio-Chips. Einmal noch. Vorhin hat er einen anderen Dialog, als wir wiedergekommen sind. Man kann das auch nicht abbrechen, ne? Wenn man sich das jetzt anders überlegen sollte. Geht nicht. Es kommt mir nur so vor, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es dauert immer einen Ticken länger, bis man stirbt. Hey, Tio Chips. Okay. Letztes Mal, Alter.
Dann hast du gefährlich irgendwas Neues zu sagen, wenn ich wiederkomme. Oh. Ist das normal, dass er zuckt? Mikkel, stop. Don't turn the poor thing into a god. Ich bin sprachlos. Wow. So oft mussten wir sterben, bis wir endlich ihre Stimme gehört haben. Was für ein Nachteil. Please. I'll thank you not to lie to me. I am the chosen, not you. Only I can doze off in the sea of St. Trina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible for my actions. Please, enough. I cannot believe your cheek. And I will stand for it no longer. I will never forgive you. Fick dich doch. Ich gehe das jetzt einfach nochmal machen. Guck. Mal gucken, was sie mir jetzt erzählt. Ich wette, ich weiß gleich, was ihr Lieblingsessen ist, während du da immer noch die Emo-Nummer schiebst. Kleiner Lappen. Bye. Er zuckt nicht. Doch, oh, verdammt. Ja, das stimmt. Wir haben es bei America gesehen. Okay, dann gehen wir nochmal sterben. I will never forgive you. For your trespass, you will know my poison. Bist du irgendwie blöd? Sagt er. Pass mal auf. Kennst du schon Urinhelikopter? Okay, das war jetzt nicht besonders beeindruckend. Pass auf. Kennst du schon Pikachu? Sagt er. Ja, kennst du ihn oder nicht? Kennst du schon Radagons Penisring? Sagt er auch nichts zu. Kennst du schon Triple Piercing? Ich glaube, du stehst auf den Penisring. Ich will ihn aufladen, du kleiner Wichser. Kann man ihn looten? Ja, es ist mir egal, das ist nur so ein scheiß Phantom, Mann, wie juckt das? Oh Baby! Oh Baby! Erzähl mir mehr. Extrem umständlich, um mit der Alten zu reden. Auf der anderen Seite, sie ist eine Frau, also... Vielleicht redet man ja so mit ihnen. Grant him forgiveness.
Gott, ist das kompliziert, mit der zu kommunizieren. Ach, guck mal, wer hier wieder rumliegt. Oh, I was no good to anyone. Weak as a kitten and thick as two planks. I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Tell me, please, assuming you spoke the truth back then. What did St. Trina tell you? Mikila killen. You are a wretched, wretched soul. A nightmare come to plague me. Such a thing could possibly be. Could it? St. Trina, please let me hear your voice in my everlasting slumber. Ich zeig dir, wie es geht. Pass auf, du stellst dich hier hin, drückst Dreieck, X, X, und jetzt wartest du ungefähr 20 Sekunden lang. Hübschen. Okay. Ein letztes Mal noch. Sie hat sich gerade wiederholt, deswegen weiß ich nicht, ob da noch was Neues kommt. Sie wiederholt sich nur noch? Okay. Ich finde es ja sowieso erstaunlich, dass man sich hier so oft umbringen lassen muss. Ich habe gedacht, es passiert was durch das Neuladen der Umgebung. Das ist das. Also, hingehen und sich hinsetzen ist nicht das gleiche wie das Laden der Umgebung. Hinteleportieren ist Laden der Umgebung. Sterben ist Laden der Umgebung. Okay, vergiss es. Machen wir hier dicht. Alles klar, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und holy shit, fast 2 Stunden. Ciao, ciao.